Einen wunderschönen guten Montag. Sagt man nicht so, oder? Haben wir Montag? Ich glaube, wir haben Montag. Wir haben heute Avatar-Tag, das ist alles, was ich wissen muss. Avatar. Heute ist Avatar. Es tut mir leid. Avatar. Avatar. Oh mein Gott, ja, das finde ich gut. Es ist Avatar. Oh, wie cool, wir haben Avatar. Also, ganz weit ausgeholt, vier junge ElementarbändigerInnen von vier verschiedenen Elementen wurden zusammengerufen von einem Erdweisen, der sehr viel Respekt und Ansehen genießt. Und der hat ihnen gesagt, dass er vorhergesehen hat, dass sie sehr wichtig sein werden, dass die Zeiten des Avatar quasi vorbei sind und jetzt die Zeiten der anderen BändigerInnen sein werden. Sie haben dann festgestellt, dass der vielleicht früher mal ein weiser Meister war, aber inzwischen anscheinend irgendwie nicht mehr ganz so nett war. Der hat nämlich einen uralten und sehr mächtigen Geist gefangen gehalten in der Geisterwelt und benutzt für seine Machenschaften, politische Machenschaften vor allen Dingen. Es kam zu einem großen Eklat, es gab ein Erdbeben, die Insel ist beinahe untergegangen. Ihr konntet aber die Großmütterchen Schildkröte davon überzeugen, das nicht zu tun. Das war allerdings schön. Ist Meister Sao dabei gestorben. Das war auch schön. Das Ganze hatte unangenehme politische Nachwirkungen für euch, denn Meister Sao war als Erdweiser weithin gerühmt, seine Weisheit und seine Fähigkeit, Dinge vorherzusagen. Und deswegen hat man plötzlich überall auf der Welt von euch gehört und große Erwartungen an euch. Sie haben euch ins Erdkönigreich verschifft, auf Einladung der Familie Beifong nach Gaoling. Und dort hattet ihr allerlei Probleme miteinander und mit dem Adelstum und so weiter. Aber ihr seid auch darauf gekommen, es gab einen Geist, der für Unwetter gesorgt hat. Und ihr seid über den darauf gekommen, dass offensichtlich in der Geisterwelt die Dinge nicht im Gleichgewicht sind, sondern aus der Balance geraten sind. Und ihr seid dann von diesem Geist zu einem anderen geführt worden, wahrscheinlich ein Geist, dem Erinnerungsdieb, bei dem ihr einige eurer Erinnerungen eingetauscht habt, gegen eine andere, die euch helfen sollte. Und diese andere Erinnerung war von Drachen in der Feuernation. Ihr hattet euer Willkommen in Gaoling ohnehin ausgereizt durch verschiedene Diebstähle, Büstenzerstörungen, Ankündigungen von Essensverteilungen, die nicht abgesprochen waren und so weiter. Und die Leute waren ganz happy. Also das normale Volk war euch dankbar, aber die Familie Beifong war ganz happy, als ihr dann wieder gegangen seid. Ihr seid daraufhin in die Feuernation gereist, wo Riso ein klitzekleines Problem hat. Er ist nämlich Deserteur. Und es gab vor kurzem einen Bürgerkrieg zwischen dem Kyoso-Clan und dem Saowon-Clan. Und der Saowon-Clan war unterlegen. Und Riso ist ja aus dem Saowon-Clan und dessen neue Position als vom Meister Sao angekündigten, total wichtigen Feuerbändiger hat dazu geführt, dass es jede Menge Interessen gab, ihn dazu zu bringen, dem Feuerlord die Treue zu schwören. Dazu kamen alte Bekanntschaften, verflossener Art und anderes. Deswegen habt ihr euch schnell wieder davon gemacht, wie auch schon in Gaoling, und seid aus der Stadt geschlichen, was inzwischen so ein klein bisschen so eine Art von, sagen wir mal, nennen wir es doch mal, Muster ergibt, und seid zu der Insel aus eurer neuen Erinnerung gefahren. Habt dort eine alte Kultur von Feuerbändigern getroffen, die im Einklang mit der Natur und dem Feuer dort leben, in einer alten Ruinenstadt, oder ja, also zum größten Teil Ruinenstadt, und habe tatsächlich auch zwei Drachen getroffen, die dort leben und die euch in ihren Flammen etwas gezeigt haben, nämlich dass Avatar Kuruk, der Avatar vor Kiyoshi, in der Geisterwelt gegen irgendetwas Dunkles und Finsteres gekämpft hat.
und das etwas ähnlich Dunkles und Finsteres Meister Sao verschlungen hat und auch eine ganze Reihe anderer Personen, die ihr in diesen Visionen gesehen habt. Das kam für euch ein bisschen verwirrend und neu, weil in der allgemeinen Meinung nach war Avatar Kuruk ein relativer Versager. Der ist jung gestorben und der war eher dafür bekannt, dass er dem Glücksspiel der Schürzenjägerei und so weiter verfallen war. Und grundsätzlich dachte man, dass der nicht viel getan hat. Offensichtlich war das aber nicht ganz so und ihr habt deswegen entschlossen, dass ihr vielleicht mehr darüber herausfinden müsst. Und zum Glück hat Tikami einen Lehrmeister, Pizziolak, der mit Kuruk zumindest bekannt war und mit dem Dinge getan hat. Und deswegen habt ihr entschieden, dass ihr zum südlichen Wasserstamm wollt, um mit Pizziolak zu reden. Pizziolak, der übrigens das letzte Mal, als ihr ihn gesehen habt, abgereist ist, weil er relativ enttäuscht war, weil Tikami vor der Familie Beifong behauptet hat, sie hätte den unbezahlbaren Jade-Kohlkopf gestohlen, die Büste zerstört und hätte generell das Gastrecht mit Füßen getreten. Das fand er nicht so gut und er war abgereist, ohne sich zu verabschieden. Ach ja. Böse Tikami. Böse Tikami. Ja. Zu dem fahren wir jetzt. Mensch. Ach, das wird schon wieder. Das ist euer Plan, genau. Ihr das seid zurück. Schon. Ihr seid zurück auf die. Oh, hier ist irgendwie Manatee-Insel oder so. Genau rechtzeitig für den Vulkanausbruch, der da stattgefunden hat. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Geisterwelt nicht im Gleichgewicht ist. Und habt dann ein bisschen den Leuten geholfen und Heldentaten vollbracht und euch dann mit eurem Schiff aus dem Hafen gestohlen und seid davon gesegelt. Ach ja, wir haben Hafen. Habe ich was vergessen? Wir haben ein Schiff geklaut. Ja. Wir haben Kokosnüsse getrunken. Oh ja. Das ist korrekt, ja. Risu hat zum zweiten Mal so getan, als wäre er draufgegangen. Bei seiner Ex-Freundin. Das stimmt. Oh, das stimmt. Riso hat sich nochmal totgestellt. Ich habe sie dazu gezwungen zu lügen für mich zweimal. Das ist richtig, ja. Ich soll sie nie wiedersehen. Wobei ich mir das ein bisschen schwierig vorstelle im Nachhinein, wo ich jetzt auf dem Schiff stehe und mir überlege, ey geil, zum zweiten Mal meinen Tod vorgetäuscht. Wird bestimmt nichts mehr geben, was wir machen, was irgendwie dafür sorgen sollte, dass man nochmal von uns hört, so in der gesamten Welt oder so. Du nimmst dich ganz schön wichtig, Riso. War das jetzt Liz oder war das jetzt... Suchst du ja aus. Es ist vom... Weißt du... Ja. Gibt's auch wieder das Achievement vom letzten Mal? Ja. Es gab letztes Mal ein Achievement, ja. Falls ihr das alles noch nicht gesehen habt, aber möchtet, es gibt alles auf YouTube mit großartigen Thumbnails, gezeichnet von Kuga, die sich, also es lohnt sich allein für die Thumbnails auf YouTube vorbeizuschauen, ja. Das ist. Das stimmt. Oh ja. Ja. Kriege ich das Achievement in Triple X, wenn ich dreimal meinen Tod meiner Ex vortäusche? Ja, ich glaube oh, wow. Schon. Triple X. Oh. Das sollte machbar sein. Yes, und da sind wir gerade. Ihr an Bord habt ihr noch einen Ameisenbär, ein Ameisenbär-Faultier. Stimmt. Das Ski als Haustier mitgenommen hat, das euch regelmäßig sauber leckt. Na. Wollen wir vielleicht auch unsere Charaktere noch mal kurz vorstellen, falls jemand heute ganz neu einsteigt. Yes. Bitte tut das. Ski, let's go. Okay, hi, ich bin Ski, ich bin eine Erdbändigerin und ja, sozial ein bisschen inkompetent, aber durchaus liebenswürdig und wow, das habe ich jetzt einfach mal überhört. Okay, ich habe eine, wie sagte ich, habe ein Autoritätsproblem. Und wenn Leute mir doof kommen oder wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann beklaue ich Leute auch gerne mal und ja, habe meine Freunde auch mittlerweile sehr lieb gewonnen, aber das werde ich tunlichst nicht zugeben, wenn ich es nicht muss. Und liebe Löffel, da habe ich eine Schwäche für. Res? Fertig. Risu? Ja, hi, mein Name ist Risu. Ich bin Feuerbändiger, komme natürlich aus der Feuernation, war damals
ja, etwas armeemäßig unterwegs, wurde dann nur leider bei einem unserer Angriffe auf die Erdnation verletzt und wurde zum Sterben zurückgelassen von meinen Kumpanen und wurde dann in Gefangenschaft genommen von dem Erdbändiger Dorf, das wir angegriffen hatten. Bin dann aber nach meiner Genesung und nach meiner Strafe dort geblieben, um ein bisschen von ihnen zu lernen. Und habe mich sehr weit abgewandt von meinem Dasein als Feuerbändiger und auch von der Feuernation und möchte im Westen auch gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Leider rennen sie mir hinterher und leider gibt es immer noch ein paar Probleme, aber aus diesen Gründen behalte ich mir zwei, drei Sachen bei. Punkt 1, meine Kleidung bleibt halt einfach grün, solange es nicht anders geht. Und ich versuche ein bisschen daran zu arbeiten, nicht mehr ganz so die Armee denke und Sprachweise zu haben. Fällt mir aber ein bisschen schwer, aber das wird. Tikani. Ja, Tikani ist eine Wasserbändigerin vom südlichen Wasserstamm. Eine Kriegerin, eine Jägerin, eine junge Frau, die sehr früh gelernt hat, auf sich selbst aufzupassen, aufpassen zu müssen, klarzukommen im Leben. Hat ihren Meister Pizzeolak, mit dem sie schon früh trainiert hat, aber auch sehr früh dann auf eigene Faust in die Welt hinausgezogen ist, um nach der Auflösung der Fifth Nation nach ihren Angehörigen des Stammes zu suchen und sie davon zu überzeugen, dass sie immer noch Teil einer Gemeinschaft sind, Teil eines großen Ganzen und es eigentlich nicht müssen, auf hoher See irgendwelche anderen Schiffe anzugreifen, Dörfer auszurauben. Und sie sieht da immer noch sehr großes Potenzial, ihr Volk wieder zusammenzubringen. Und das ist ihre Mission. Ja, ich spiele Zaya, eine junge Luftnomadin, die leider erst 35 der 36 Stufen gemeistert hat, deswegen ihr Tattoo noch nicht hat. Und ich bin auf der Mission, die anderen Nationen kennenzulernen, um dort vielleicht die Antwort darauf zu finden, wie ich denn endlich mein Meistertattoo erringe und endlich Luftbändigerin Meisterin werde, weil alle anderen in meinem Alter sind tätowiert. Ich nicht. Das ist traurig. Außerdem bin ich ein guter Staubwedel und sehr traditionell. Also es fällt, ich achte die Tradition im Gegensatz zu meinen Mitreisenden und Jadekohlköpfe, die heilig sind, achte ich besonders gut. Ja. Wir haben ihn auch geachtet. In also deiner Tasche. In deiner Tasche. Mal aufpassen. Ja. Ja. Zaya ist immer sehr ruhig, zurückhaltend, höflich. Ein traditioneller Staubwedel. Perfekt. Was? Gut. Euer kleines Schiffchen segelt von den Inseln der Feuernation. Die so im Westen liegen und euer Ziel ist im Süden der südliche Pol, weil dort leben die Mitglieder des südlichen Wasserstamms im ewigen Eis. Wenn ich das richtig verstanden habe. Na, ihr wollt ja, ihr wollt Pizzeolak aufsuchen und mehr über Kuruk erfahren und lernen, was das bedeuten könnte, warum euch die Drachen Kuruk gezeigt haben. Und was diese dunklen Geistern auf sich hat. Genau, was mit diesen dunklen Geistern und mit diesen dunklen Personen, die von diesen, oder zumindest diese Personen, die von dieser Dunkelheit verschlungen wurden, auf sich hat. Gut. Ja, ihr habt, wie gesagt, ein Artwork-Sloth dabei. Ihr habt Vorräte dabei. Ich glaube immer noch von diesem komischen, von diesem Pflanzenglob dabei, der so klebrig ist. Ach ja. Stimmt. Nicht mehr so viel, nachdem Shi und Riso noch ein letztes Glob-Gefecht gemacht haben. Das war schön. Spirituell erweiternd auch. Ja. Riso hat gelernt auf dieser Reise, dass das Feuer nicht nur zerstörend sein muss und verzehrend, sondern auch nährend und wärmend sein kann. Ich habe auch Combustion gelernt, also ich wäre vorsichtig mit Aussage. Ja. Genau, das sind so eure momentaner Zustand und das Boot segelt
so nach Südosten. Tatsächlich ist der Wind euch wohlgesonnen, Zaya. Du hast die ganze Zeit immer so ein bisschen Wind gemacht, ne, damit das gut vorangeht. Aber du merkst ziemlich schnell, das musst du gar nicht dringenderweise, weil die Winde stehen für das Segeln sehr günstig. Und als ihr euch umseht, stellt ihr fest, dass in der Ferne am Horizont hinter euch so eine dunkle Wolkenbank, hier zucken mal Blitze, ne, und so ein bisschen so ein Gewitterig ist. Aber das bewegt sich so langsam, dass ihr quasi von den Ausläufern dieser Winde vorwärts geweht werdet, ohne selbst von Gewitter eingeholt zu werden. Also es kommt nicht näher. Es kommt nicht näher, ne, es ist... Sind darin Augen? Ich halte auch schon noch Augen, aus Gründen. Instant. Würfel doch mal Harmony, bitte. Oh no. Wenn du schon so sagst, dann können da Augen sein. Oder irgendwas anderes. Acht. Du öffnest dich ein wenig. Du meditierst und öffnest dich ein wenig für die Geisterwelt. Mhm. Und tatsächlich hast du so das Gefühl, dass in der Ferne irgendetwas eine Aufmerksamkeit auf euch gesenkt hat. Du kannst nicht sagen, dass du Augen siehst, aber du hast dieses Gefühl, dass etwas da ist. Natürlich habe ich das Gefühl. Ich schieb's auf meine Paranoia. Allerdings bist du sehr sicher, dass das nicht der einzige Ort ist, von wo du eine Aufmerksamkeit spürst. Sondern? Auch von unter euch in der Tiefe der See. In der Dunkelheit da unten ist, hast du das Gefühl, dass irgendetwas euch bemerkt. So was eher so Positives bemerken? Ist es eher so ein also, hey, na, was machen ihr denn hier auf dem Meer? Hey, ihr seid aber süß da oben auf eurem Schiffchen. Darf ich euch ein paar Krabben vorbeibringen? Oder ist es mehr so ein, ich will euch zerschmettern zwischen meinen Tentakeln und euer Blut aussaugen, damit ich ewig lebe? Welche Art? Ja, so einfach lasse ich das für dich nicht erkennen. Du spürst diese, dass da etwas ist, aber mehr nicht. Können Sie die Größe davon feststellen? Oder ist das einfach nur, da ist irgendwas? Oder irgendwas möchte ich? So, ich sitze quasi so meditativ. Es gibt bestimmt irgend so einen erhöhten Platz auf dem Schiff, ne, wo mir der Wind schön durch die Haare fährt. Da meditiere ich, stelle das fest. Und sobald ich das merke, springe ich auf und darunter und gehe zu Tikani. Und frage ganz beiläufig, gibt es hier irgendwelche Ungeheuer, Sagen über große Tiere, also ich... Du meinst den Kraken? Den Kraken. Klar, von dem Kraken erzählen uns doch schon die Großeltern. Ja, aber das ist der Sharktopus hier. Der Sharktopus, genau den meine ich. Der Haikraken. Den Sharktopus, was soll ich sagen? Also ich habe noch nie einen zu sich gekriegt. Es sind... irgendwelche Komlüsen-Geschichten, die man so auf den Schiffen erzählt. Was sind das so für Geschichten? Naja, du weißt schon, das sind keine Kalamari, sondern was ganz Besonderes. Das ist doch das, was einem Jasmut immer versucht einzureden. Eine ganz besondere, exquisite Mahlzeit. Noch nie gehört? Nein. Die sollen sich gut auf den Teller machen. Okay, du machst dir also keine Sorgen. Also ich bin noch nicht so oft mit dem Schiff gereist, aber du machst dir keine Sorgen, dass hier irgendetwas lauern. Also ich habe schon mal sehr seltsam schmeckende Kalamaris gehabt, aber ich glaube, die waren einfach nicht mehr gut. Vielleicht war es auch so ein Oktopus-Kraken. Wenn du das sagst. Ich stelle mich trotzdem an die Reling und gucke so ein bisschen runter. Unauffällig, aber ich tue, schaue ich in die Ferne, aber immer wieder wandert mein Blick nach unten, wenn ich sicher bin, dass die Kani nicht hinschaut.
Natürlich lernt man in den Lufttempeln, ne, alle Elemente zu achten, und das Wasser ist selbstverständlich auch eine wichtige Sache in der Natur, dem Kreislauf des Lebens. Ja. Aber so ganz wohl fühlst du dich nicht zu wissen, dass tief unter dir geht es noch weiter, und da sind Dinge anders, als wenn du in der Luft schwebst, wo du alles spürst und siehst und erleben kannst. Dein Blick verliert sich schnell in diesen Tiefen, wo es einfach die Dunkelheit alles verschlingt und man dann irgendwann einfach nichts mehr erkennen kann. Aber du weißt, dass da unten Dinge sind. Toll. Aber ich bin die coole Zaya. Ja, ich gucke da halt einfach so hin und denke mir, ich versuche es wegzumeditieren. Ich meditiere meine Okay. Ich mache so ein paar Atemübungen. Ja, tatsächlich, diese Routine hilft dir, um das Ganze so ein bisschen lockerer zu sehen und da wieder Augen schließen, auf die Luft konzentrieren, und dann geht das schon. Und so segelt ihr erstmal ein wenig. Wie gesagt, die Winde sind günstig, das Unwetter ist immer in eurer Nähe, aber kommt nicht mit diesen gewaltigen Sturmtosen über euch, sondern ihr treibt so am Rand dieser Sturmfront relativ friedlich entlang. Das Meer ist ein bisschen aufgewühlt, aber nicht schlimm. Das heißt, die meisten von euch dürften damit umgehen können. Ich weiß nicht, Ski, wie gut du mit Seegang umgehen kannst. Ich hocke schon wieder über der Reling und bin übelst am Kotzen. Ja. Schön. Da freut sich der Schachtopus aber sehr. Ja. Gut. Oktober. Chat, bitte, ich brauche dringend Hybridtiere, die ich der Gruppe vorsetzen kann. Chat, untersteht euch. Ich habe mal überlegt, ob man eventuell eine Mischung aus einem Schaf und einem Kätzchen machen kann, aber auf Englisch wäre zwischen Sheep und Kitten wäre der Name ein bisschen scheiße. Es wäre Shitten. Shitten. Oder ein Keep. Ein Keep, ja. Keep oder Shitten. Yes. Und ihr segelt. Tikani, du hast wahrscheinlich die größte Erfahrung an Bord von Schiffen, wenn nicht sogar die einzige, seien wir ehrlich. Ja. Aber das ist kein großes Schiff, und du kannst da relativ einfach den Kurs bestimmen und halten, anhand der Strömungen vor allen Dingen und so weiter. Und der Rest von euch muss nur, wenn Tikani schläft, so ein bisschen das Ruder festhalten und sie wecken, wenn irgendwas komisch ist. Und ihr segelt tatsächlich 2-3 Tage auf dem Meer entlang. Stellt so eine Art von Routine ein. Allerdings am Morgen des 3. Tages seht ihr voraus, als die Sonne so langsam aufgeht und man ein bisschen mehr erkennen kann, relativ nah schon eine kleine Insel. Finden wir die komisch, die Insel? Also ich denke, alle bis auf Tikani haben wenig Chancen, irgendwas darüber zu wissen. Tikani, du bist der Meinung, es sollte hier keine Inseln geben. Ach. Ja, okay. Das würde ich meiner Gruppe natürlich mitteilen, denn die Insel sieht nicht so aus, als wäre es eines der vielen Ausläufer, die die Eislandschaft am südlichen Nordpol hat. Am südlichen Nordpol? Ich bezweifle, dass wir mit Tikani die richtige Navigatorin haben. Schieß Einfluss. ja, am Südpol, ja. Also das ist schon eher sehr, sehr suspekt. Und ich sage den anderen Bescheid, dass sie doch vielleicht mal Ausschau halten sollten, da vorne auf der Insel. Eventuell könnten wir aber auch rasten und unsere Vorräte aufstocken. Denn wir sind schon mehrere Tage unterwegs und so langsam gehen uns die Kokosnüsse aus. Wir sind ja doch sehr überstürzt abgereist. Ich weiß nicht, was mir jetzt größere Sorgen macht, dass sie vorschlägt, auf eine Insel zu gehen, die da nicht sein sollte. Oder ist sie der festen Überzeugung, die Insel ist doch in Ordnung und wir sind so weit ab vom Kurs gekommen, dass sie einfach nicht mit einer Insel gerechnet hat. Ach, die Insel kann schon in Ordnung sein. Was hat das damit zu tun? Wie sieht die Insel denn grundsätzlich aus? Weil ich meine, wir sind ja im polaren Bereich, glaube ich, ne? No, ja, noch nicht. Ihr seid doch nicht so weit. Also ist das noch eine grüne Insel? Das ist eine grüne Insel, ja. Okay.
Ja, ich schwinge mich auf meinen Kleider und gucke mir die Sache von oben an. Also über dieser Insel kreisen so Vögelschwärme. Um diese Insel herum seht ihr jede Menge Fischschwärme. Auch teilweise aus dem Wasser rausspringen und wieder reintauchen und so weiter. Und du schwingst dich auf deinen Gleiter und schwebst auf den Winden, den Ausläufern des Sturms dorthin. Und als du drüber fliegst, stellst du fest, dass diese Insel, ja, die ist so oval, relativ gleichmäßig. Sie ist bewachsen, allerdings mehr so mit so, du würdest sagen, es sieht aus, als wenn das so eine, Gezeiten-Ding wäre, weil die ist oben auch mit jede Menge Seetangen und Seepocken und solchen Sachen bewachsen. Mhm. Und es dauert einen Augenblick, bis du also drüber fliegst, dein Blick sich daran gewöhnt, an diesen Umriss, und du siehst, dass der, was du vorne für einen Ausläufer, einen Felsen gehalten hast, ist ein großer Kopf. Ein großer Kopf. Ein großer Kopf. Unter Wasser. Oder über Wasser? So halb unterhalb auf dem Wasser. Die Insel hat einen Kopf. Mhm. Okay. Ich fliege zurück aufs Boot und sage, die Insel hat einen Kopf. Einen richtigen Kopf. Also du meinst einen Ort, Felsen? Nein, einen. Habe ich erkannt, welche Form das hat? Die Form, ja, halt so ein geschuppter Kopf, also kein riesiges Ding. So ein bisschen sah aus dem Felsen auf den ersten Blick, der so da rausragt. Okay, ja, wenn jetzt, wo du sagst, es könnte ein Felsen sein, aber es wirkte wie ein Schildkrötenkopf. Können wir bitte einfach anlegen? Fragt Shee so richtig verzweifelt. Wir reden darüber, dass wir, du hast einen Kopf gesehen an der Insel, also einen abgetrennten Kopf oder Nein, die Insel besitzt einen Kopf. Ich finde das alles sehr spannend. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Ich finde das sehr bedrohlich. Wir sollten auf jeden Fall überlegen, was wir gerade machen. Schau mal, wie ruhig die Insel da liegt. Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Ich glaube, wenn etwas schief geht. Wenn etwas schief geht, wir sind auf dem Meer. Das ist unser Element. Dein Element. Es ist unser Element, weil wir sind doch jetzt ein Team. Wir sind eins. Wir sind jeder einzeln von dem großen Ganzen. Und da ich Teil des großen Ganzen bin, sind wir alle eins. Ich zeige auf Shee. Bricht, sobald keine Erde unter den Füßen ist. Sie das spricht für die Insel. Du kannst Wasser bändigen. Ich erlische, sobald ich ins Wasser komme. Also 50% von uns sind nicht so gut mit Wasser. Wir feuern dich wieder an. Das funktioniert schon. Was soll schon schief gehen? Nun, ich würde vorschlagen, wir machen eine Abstimmung. Eine Abstimmung. Ich lenke das Schiff schon mal Richtung Insel. Abstimmung, ja. Also, wer von uns ist dafür, dass wir die Insel betreten? Hier. Ich finde, Shees Stimme sollte doppelt zählen. Schließlich geht es ihr nicht so gut. Ich zähle trotzdem Außerdem stimmt sie für sich und für den Ameisenbär Faultier ab. Habt ihr irgendwas einen Namen gegeben eigentlich? Oder muss das arme Tier ohne auskommen? Nee, noch nicht. Das kommt noch. I guess. Gilmore. Also, wenn ich einen Vorschlag abgeben dürfte, wäre ich dafür, dass Zaya eventuell noch mal einen Erkundungsflug macht. Alleine. Wenn du mich tragen kannst, kannst du mich gerne mitnehmen. Aber bitte, bitte, bitte lass mich nicht fallen. Kommt drauf an, wie du dich benimmst. Ich werde mich sehr eng an dich klammern und sehr, sehr freundlich sein. Und ihr legt einfach in der Nähe der Insel an, aber im besten Fall nicht an der Insel. Wenn das stimmen sollte und diese Insel hat einen Kopf, und es handelt sich um ein Tier. Und dieses Tier taucht unter. Wird es unser Boot mitnehmen? Oh. Das möchten wir nicht.
Es sei denn, wir hätten eine Wasserbändigerin an Bord, die übrigens sehr mächtig ist und sicherlich diesem physikalischen Druck entgegenwirken könnte. Gut, haben wir nicht, also... Naja, den Wassersog, der unser Boot mitreißen würde, wenn die Insel sinkt. Macht euch das darüber keine Gedanken. Ja klar, also wir haben eine deutliche 2-3 Nicht-Abstimmung. Ich sehe das als teilweise Erfolg. Also, ich finde, du denkst zu viel nach. Weißt du, was man über Menschen sagt, die denken? Ja, okay. Weißt du das dann? Ich wollte sowieso... nochmal austreten, dann, ja klar, was soll schon schief gehen? Ich meine, wie Wochen. Es fühlt sich in der Tat an Wochen. Was, wir sind erst 3 Tage unterwegs? Wir sind 3 Tage unterwegs. Na schön. Ah ja, ja, ja. Willkommen bei Deutsche Boot. Da fühlt sich jeder also länger an als ich. Ja, dann. Ja, dann keinen Erkundungsflug, einfach anlegen. Dann oder was schnapp ich mir Risu und wir gucken uns das Ding mal an. Danke. Ja, du fliegst oben drüber und ja, also wie gesagt, es ist ziemlich groß, also es ist nicht eine gewaltige Insel, aber schon deutlich größer als euer Schiffchen. Und jetzt, wo du so, ne, so einen Blick dafür hast, siehst du auch, dass sich unter der Wasseroberfläche hier und da mal so große Gliedmaßen bewegen, so ganz träge und langsam und so Schwimmbewegungen genau machen, aber ganz locker. Um Risu drauf aufmerksam zu machen. Da, siehst du das? Okay, es ist ein riesengroßes Tier. Du hattest recht mit deinem Kopf. Jetzt mal eine ganz dumme. Den Kopf seht ihr noch nicht. Ihr seid doch von, also kommt von der anderen Seite, Grit. Also von ja, aber sie hat ja gesagt Kopf. Mhm. Kannst du eventuell dein Gespür einsetzen, wenn du so etwas hast, um herauszufinden, ob es bösartig oder freundlich gesinnt ist? Wenn ich was habe, ein Gespür? Ja, du hast doch so ein Gespür für Situationen und die spirituelle Welt. Ich meine, kannst du das nicht machen, während ich fliege? Das wäre viel zu gefährlich. Ich kann mich doch nicht darauf konzentrieren, wenn ich mich darauf konzentriere, dich nicht fallen zu lassen und mich hier oben zu halten. Also unter euch ist diese Insel mit festem Boden, wo man sehr gut meditieren könnte. Sehen wir irgendetwas auf dem Rücken der Insel, was aussieht wie ein Lebewesen? Ja, da sind jede Menge Seevögel gelandet. Irgend. Sieht der Rücken nass aus? Ja, warte, das hat einen Grund. Ja, sieht nicht schon nass aus, nein. Okay, dann ist sie in letzter Zeit nicht getaucht. Okay, das meine ich. Aber da sind ja Seepocken auf dem Rücken. Das bedeutet, dass sie länger unter Wasser war. Mhm. Mittlerweile hat die Kani das Boot so schon unter sie navigiert. Unter uns ist jetzt so eine Insel. Bist du an der Insel? Ja, in eure Richtung. Okay. Tanja, was hältst du davon? Sollen wir es wagen zu landen? Auf dem Tier. Bekomme ich denn eher so gute Vibes oder eher so schlechte Vibes? Ich habe Déjà-vu. Was? Du hast ein Déjà-vu? Also wir sind schon mal gestorben hier. Wahrscheinlich stehen Shi und Tikani schon da und winken. Komm runter. Wir haben hier noch so diskutiert. Shi und Tikani legen schon mal an. Wenn landen dürfen, schlägt sie schon die ersten Heringe in den Boden und baut ein Zelt auf. Okay, also du möchtest gerne wissen, was für ein Vibe du hast. Ja, du hast noch nicht so richtig, du hast noch die Augen dieses Wesens noch nicht gesehen. Ne? Es hat Augen, das ist okay, ja. Wahrscheinlich, wenn es den Kopf hat. Ich fliege zum Kopf. Mhm. Und dann rufe ich runter, hallo. Okay, du rufst Hallo runter und ihr seht, dass dieser große, gewaltige Kopf sich langsam so aus diesem Wasser hebt. Es sprudelt so links und rechts herunter und der Kopf dreht sich euch zu und die Augen fokussieren euch und ihr seht, dass er, also es ist kein Schildkrötenkopf in dem Sinne, wie man das so kennt, sondern es hat so ein, ja fast schon wie so ein Gesicht und ihr habt Abbildung davon vielleicht hier und da schon mal gesehen, gerade im Erdkönigreich.
nutzt man ganz gerne so Statuen in Form von Löwenköpfen und so. Und es erinnert euch so ein bisschen an so einen, den Löwenkopf einer Statue. Das ist so cool. Okay. Und als ihr euch ansieht, stellt ihr fest, dass in eurer rechten Hand so ein leichtes Leuchten erscheint. Ich bin super, also es tut mir leid. Raz, das ist jetzt in Character, es tut mir jetzt schon leid. Zaya ist natürlich super aufgeregt, weil Geister und so, ne, sie will ja unbedingt sich beweisen. Als ich feststelle, dass meine Hand leuchtet, hebe ich sie hoch, um sie der Löwenschildkröte zu zeigen und lasse dabei leider Riso fallen. Ich bin so aufgeregt. Ja. Was machst du, Riso? Gerade warst du noch fest im Griff und mit einem Mal schwebst du. Also du hast auch die Füße auf dem Gleiterstab, aber der Rest von dir bewegt sich davon. Was tust du? Ich denke, ich bin mir nicht sicher. Also ich würde es dem Schicksal überlassen, ob ich mich halten kann oder nicht. Ich habe mich für beides vorbereitet. Mental. Willst du dich dabei eher drauf auf dein Training als Soldat verlassen, deine Reflexe, oder ist eher so das Glück, das dich antreibt? Ich hoffe mal meine Reflexe. Ich hoffe, die klicken sehr schnell. Ist ja Kampfverfahren. Dann würfel mal Fokus. Ich würfel mal Fokus, da habe ich minus eins. Ja, Glückwunsch. Das ist doch ein schöner Anfang. Ja, da habe ich... Oh, warte, nee, das ist... Da ist was schiefgegangen, warte. Entschuldigung. Ich habe eine 10, also eine 9. Eine 9. Ja, also tatsächlich... Du greifst im letzten Moment zu, packst Zaya an der Hand. Zaya, du wirst mit einem Mal überraschenderweise herumgewirbelt und der Gleiterstab macht so einen halben Looping in der Luft und ihr hängt jetzt beide, ne, du schwebst an dem Gleiterstab, du hältst dich daran fest und Riso hängt so an deiner Hand unter darunter. Da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu landen quasi. Also weil... Auf dem Kopf oder auf dem Rücken? Was ist näher dran? Der Kopf. Ja, es ist, aber wie schätze ich die Lage denn ein? Ist es jetzt so ein bedrohliches, wir hängen am seidenen Faden oder komme ich auch irgendwie da oben wieder klar? Naja, also für dich ist das normalerweise, würdest du so einen Flip machen und würdest wieder draufsteigen. Ne? Das lernt man ja recht früh, weil diese Sachen passieren einfach. Ja. Aber mit jemandem am Handgelenk dran ist es schwierig. Ich meine, unter euch ist nur Wasser, ne? Da fällt man jetzt ein bisschen runter, platscht ins Wasser und gut ist. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Riso, du musst loslassen. Ja, okay, mach ich und lass los. Wenn ich weiß, unter mir ist sowieso noch Wasser. Die Kranich und Ski, tatsächlich, ihr seht, dass es diesen Unfall gibt und dann Riso mit so einem Platsch ins Wasser fällt. Nein, ich wollte ihn eigentlich noch rechtzeitig fangen. Also mich hochschwingen und ihn dann fangen. Okay, dann mach doch mal einen Wurf. Ich finde, das ist Push Your Luck Passion. Ich bin auch sehr passioniert. 7. Sieben. Bin ich nicht so passioniert? Okay, no. Du stürzt herab und dir gelingt es, Riso so am Fuß zu packen und festzuhalten. Allerdings ziehst du den Gleiter hoch, aber ihr seid schon zu nah am Wasser und Riso, du wirst mit dem Kopf einmal durch das Wasser gezogen, bis es wieder hochgeht. Und dann hängst du so mit triefenden Haaren, dir läuft das Wasser aus den Ohren an Zahias Gleiter. Habe ich einen Fisch im Mund? Ich frage mich. Ja, du hast einen Fisch im Mund. Da waren sehr viele Fische, habe ich ja gesagt. Schön. Aber ihr habt wieder was gelernt, ne? Also wenn euch die Kokosnüsse ausgehen, könnt ihr jetzt mit der patentierten Zahia-Risu-Technik Fische fangen. Super. Chi und Tikani, was macht ihr in der Zeit? Ihr seid inzwischen in der Nähe dieser Insel. Also du könntest da anlegen, wenn du willst. Tikani. Auf jeden Fall. Vor allem, da ich das irgendwie aus der Ferne miterlebe, was für ein Theater die zwei gerade veranstalten, war ich so, die können wir eigentlich nicht noch länger alleine lassen, Chi. Und ich lege in der Nähe des Kopfes an, wo die zwei auch, oder wo ja, also die tatsächlich gelandet sind. Also als ihr rankommt, ihr kennt ja auch, das ist halt kein Fels oder so, sieht ein bisschen so aus, weil das ist relativ zerklüftet und auch so teilweise auf mehreren Ebenen, da sind so Seepocken und Seetang dran und so weiter. Und deswegen kannst du da auch recht gut anlegen,
weil das halt, das ist wie so eine kleine Bucht da an der Stelle, zwischen an der Schulter sozusagen. Und wenn du da, kannst du auch ohne Probleme ein Tau befestigen irgendwo oder ragen Dinge heraus, an denen man Sachen festmachen kann. Chi! Festes Land vor deinen Augen. Ich springe rauf, sofort. Du springst drauf und tatsächlich... Sobald ich kann. Fühlt es sich angenehmer an als das Schiff, aber du hast nicht dieses sichere Gefühl von Erdboden und Steine zu deinen Füßen, sondern das ist irgendwas anderes. Ja, fühle ich mich natürlich nicht so wohl mit, aber immer noch besser allerdings, als dieses schwankende Schiff. Allerdings gibt es dann so einen ganz kurzen, komischen Moment und du fühlst dich plötzlich von einer Wärme durchflutet und fühlst dich, als wenn du auf dem festesten Felsen dieser Erde stehen würdest. Absolut sicher. Du kannst deine erdbändige Sinne spüren, quasi etwas unter dir, das dir Sicherheit gibt. Festigkeit. Ich lege mich einfach flach auf den Rücken hin und genieße dieses Gefühl, was ich gerade habe, nach der ganzen Abkotzerei auf diesem Boot. Ja, und bleib liegen und genieße das.